Tierfreundinnen und Tierfreunde. Am Anfang unserer heutigen Folge können wir wieder eine Erfolgsmeldung präsentieren. Die vor einer Woche vorgestellte kleine Mischlingshündin Maya, die wegen Krankheit ihres Besitzers leider abgegeben werden musste, hat Interessenten gefunden. In der nächsten Zeit sollen sich Mensch und Tier näher kennenlernen. Nun stellen wir einen Schnauzer-Mischlingsrüden vor, der am 8. März in Gotha vor dem Haus Rosengasse 7 gefunden wurde. Der auf ein Alter von 2 bis 3 Jahre geschätzte Hund wollte von dort nicht wieder weg. Die Hausbewohner setzten sich schließlich mit der Tierrettung der Berufsfeuerwehr in Verbindung, die den Streuner zur Arche Noah brachte. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass die Besitzer bzw. Freunde oder Nachbarn auf diesem Weg den Mischling erkennen. Denn Carly, wie er im Tierheim genannt wird, ist irgendwie eine besondere Mischung. Er kennt einige Grundkommandos, ist umgänglich und lässt sich von den Tierheimmitarbeitern führen. Vor der Kamera zeigt Carly etwas Angst und wollte sie verbellen. Leider hat der Mischlingshund keinen Chip und kann demzufolge nicht zugeordnet werden. Meldet sich für Carly kein Besitzer, braucht er nach der Bleibepflicht ganz schnell neue Menschenfreunde. Denn dann haben ihn seine vertrauten Menschen einfach auf der Straße entsorgt. Weiterhin wird heute ein schwarzes Katzenmädchen mit einem schönen weißen Lätzchen am Hals vorgestellt. Auch sie wurde am 8. März in Gotha gefunden. Sie hatte sich einem Kater angeschlossen, der sein Zuhause in der Dorotheenstraße hat. Das Morle wollte nicht wieder weg und wurde deswegen zur Arche Noah gebracht. Die Katze wird auf etwa 2 Jahre geschätzt. Es ist eine ganz liebe, menschenbezogene Mieze, die jede Streicheleinheit sichtlich genießt. Wenn sich für das schmusige Morle kein Besitzer meldet, braucht es dringend wieder Menschen mit Streichelhänden, die das Katzenleben verschönern. Ein Zuhause mit Freigang und Sofaecke wäre sicher perfekt.